Ganz zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des AFC Bournemouth Karrieremodus. Wir sind am Start mit der 6. Episode und langsam, Freunde, ist meine Festplatte voll. Deswegen wird das wahrscheinlich die letzte Episode, die ich im Voraus aufnehmen kann, außer ich finde noch irgendeine Gelegenheit. Aber wenn es euch trotzdem gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich drüber freuen. In der Videobeschreibung sind Links zu IG Vault für günstige Münzen mit dem Rabattcode MaxiDamageTV. Bekommt ihr nochmal 6% auf eure Bestellung und ja, auch die Social Media Links sind da unten drin. Social Media, das heißt im Endeffekt Facebook, Twitter, Snapchat und Instagram auf jeden Fall auschecken, würde ich mich darüber freuen. Wir, würde ich sagen, gucken uns erstmal an, was diese Episode so abgeht und sehen wir uns gleich wieder. Wir haben eine lange Episode vor uns, allerdings starten wir direkt mit dem ersten Spiel gegen den FC Chelsea, was wir spielen werden. Danach geht es zu Hause gegen Stoke City, auswärts gegen Crystal Palace und zu Hause, nochmal auswärts, gegen den FC Watford, gegen die Hornets. Danach geht es im März weiter, zu Hause gegen Southampton, dann auswärts gegen Newcastle United und zu Hause gegen Swansea. In der nächsten Episode gibt es dann noch, ja, Tottenham, Manchester City und so weiter und so fort. Also das Ende, ja, wird auf jeden Fall schwierig. Aber wann ich diese 7. Episode aufnehme, weiß ich noch gar nicht. Von daher wollen wir darüber nicht zu lange reden. Auf jeden Fall sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Ich bin gespannt, wie diese Episode laufen wird. Wie gesagt, 1000 Likes wären richtig, richtig geil für euch. Nur ein kleiner Klick für mich, eine große Unterstützung. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, da unten ist auch der Abonnier-Button. Könnt ihr auch gerne machen, würde ich mich auch drüber freuen. Momentan sind wir über 58.000, vielleicht sind mittlerweile schon mehr. Richtig nice, wie man uns dann abgeht. Und ich würde sagen, ja, check jetzt einfach mal, wie es gegen Chelsea laufen wird oder mit welcher Elf wir gegen Chelsea spielen. Und wir sehen uns gleich nochmal im Matchday wieder. Gut, ist nichts mehr passiert. Das heißt, wir gehen rein in die Partie. Wir sehen uns gleich wieder. So, auf geht's in die Episode. FC Chelsea an der Stamford Bridge, die richtig gut aussieht heute Abend gegen den FC Bournemouth. Natürlich eine ganz eindeutige Sache eigentlich, aber wir wollen ja ärgern. Zuletzt gegen Arsenal lief es ja nicht so gut. Wer das nicht gesehen hat, schaut die letzte Episode an. Und dann wollen wir das heute gegen den anderen, Nordlondon ist falsch. Den anderen Club aus London besser machen. Die haben bisher wie gespielt? Noch gar nicht. Naja, gut, okay. Den Rest des Weges sieht man nicht. Aber egal, wir wollen das Viertelfinale. Mal sehen, ob wir das schaffen können. Der FC Chelsea mit Begovic, Ivanovic, Terry, Zuma, Azpilicueta, Mikel und Matic, Piazon, Pedro, Willian und Diego Costa vorne drin. Starke Elf. Mit unserer kann sie natürlich nicht mithalten. Nein. FC Bournemouth, Berisha, Iorfa, Saint-Just, Kempf und Tyron links in der Defensive. Davor auf der 6 Richie, dann Emre Mor, Gradel, Kazaishvili, Wilson und Diafre Sakho vorne in der Sturmspitze. Ja. Das ist unsere beste Elf, so ziemlich. Abdulmajid Al-Reshedi ist der Schiedsrichter aus Saudi-Arabien, warum auch immer, aber die Fans sind ready und ich bin sauf. Auf geht's in die Partie. Ja, Diego Costa kriegt die erste gelbe Karte der Partie und das ist natürlich sehr schön, weil ich ihn nicht mag. Und das ist auch verdient in der Situation, wie man es gerade nochmal sieht hier. Total unnötig von, ja, hinten in der also, geht gar nicht. Oh, Diego Costa, jetzt mal mit der ersten Gelegenheit und die schöne Parade da von unserem Keeper. Ihr seht, 50% Passgenauigkeit, momentan geht noch gar nichts. Jetzt vielleicht mal über einen Konter, Matt Ritchie. Der Pass sollte eigentlich auf Kazaishvili und nicht auf Sakho gehen, schade. Gibt mal einen Freistoß und Willian kann das ja bekanntermaßen. Auch wenn er eine relativ wacke Freistoßposition am Anfang hatte von FIFA. Der sieht auch nicht schlecht aus, aber Berisha ist da, trotzdem geht halt noch nichts bei uns. Und guck mal, auch jetzt ist gerade wieder sehr langsam, aber Berisha kann weit oder gut abschlagen. So, jetzt mal Gradel und der ist deutlich schneller als Ivanovic, sollte er zumindest sein. Doppelpass, schön gemacht und jetzt hat er mal Platz. Jetzt hat er mal wirklich Platz, Mikel kommt auch nicht richtig hinterher, aber zu schnell. Die flache Flanke und die war ein bisschen zu nah ans Tor, aber sonst war das eine nice Idee. Schwacher Abstoß und dann gewinnt er das Kopfballduell, Mist. Wieder Sakho, jetzt geht er mal da lang, aber wieder abgedrängt. Also bisher steht die Defensive von Chelsea einfach unglaublich stark, da kannst du nichts gegen machen, da kommst du einfach nicht durch. Jetzt hat Wilson mal Platz, die Flanke könnte kommen und da ist Sakho und er versucht wenigstens mal den Fallrückzieher, aber das war sehr, sehr unglücklich, das sah sehr, sehr unglücklich aus. Wir gehen in der Halbzeit, es steht 0:0, es ist ein ausgeglichenes Spiel mit Vorteilen für Chelsea, aber wir kommen langsam rein und das ist gut. Mal ein Freistoß und da hat sich die Mauer von Chelsea bewegt. Fabregas ist jetzt drin für Matic, das heißt nochmal mehr Spielmacherqualität. Ich muss mal nachgucken, wer schießt, weil wer soll das schon groß machen, außer Gradel. Wir haben da keinen anderen. Das heißt, versuchen es einfach mal mit Power einfach drauf. Mit ein bisschen Glück wird das was abgefälscht. Immerhin ein Torschuss. Hey! Kazaishvili, das sah gut aus. Das war schön, jetzt kommen wir langsam ein bisschen weiter nach vorne. Und Gradel ist schnell genug, geht da einfach mal komplett durch, geht da komplett durch und jetzt muss der Pass kommen auf Kazaishvili
und er war einen Tick zu spät, sonst wäre er vielleicht gekommen. Oh, das war jetzt gut von Doreen. So, wir wechseln jetzt auch erstmal aus. Emre Mor geht raus und Valery Kasaishvili. Und dafür kommen Juan Manuel Iturbo und erstmals zum Einsatz Will Grigg, der eine Sturmspitze geht. Spielt mit drei Stürmern vorne drin. Vielleicht klappt es ja so. Direkt die Turbo und Grigg, das wäre es jetzt gewesen. Allerdings Begovic mit einer klasse Parade. Was für ein Tor. Bitte, was für ein Tor. Oh mein Gott. Oh mein Gott, William. 1:0, 74. Minute. Da kannst du nichts gegen machen. Gar nichts. Da sieht Berisha nicht so krass aus, weil er halt direkt auf den Torwart geht in gewisser Weise. Aber den Ball kannst du kaum halten. Das ist... Ach Mensch, Hummels bei Chelsea. Hatten wir ja schon mal. Wohl eingewechselt. Da kommt Diego Costa im 16er Ball und schlägt eine perfekte Flanke mit dem schwachen Fuß. Und William... Krankes Tor. Oh, Iturbe macht das gut. Jetzt in den Rückraum. Jetzt in den Rückraum. Jetzt in den Rückraum. Und er kommt nicht dazu. Mann, ey, diese Fehlpässe. Das ist schlimm. Was haben wir denn für eine Passquote? 12% oder was? Oh, jetzt spielen die hier schon auf Zeit. Meine Fresse nochmal. Wie ich sowas hasse in FIFA. Da kannst du vor allem in FIFA nichts gegen machen, außer von hinten in die Beine grätschen. Und hoffen, dass genau sowas passiert. Wir brauchen den Ball, sonst kann das hier nichts werden. Aber Chelsea spielt das sehr intelligent hier runter. Wir sind schon auf totaler Angriff. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Gradell, das ist doch kein Foul, ey, Schiri. Komm schon, Mann. Nur weil diese Hummelsbratwurst da steht. Und jetzt haben wir nochmal den Ball. Fehler von William. Und jetzt alles nach vorne. Komm, Freunde. Ein bisschen flotty, ein bisschen schneller. Hallo. Haben keine Lust, sich zu bewegen. Okay, müssen wir dahin spielen. Und dann getunnelt, aber direkt. Also so ein schwacher Pass. Vom Tempo einfach her. Und das war wohl die letzte Aktion, weil Tyrone Mings nicht mehr die Power hat, um hinter Mikel herzugehen. Wir verlieren gegen Chelsea. Ganz, ganz dumm und ganz, ganz blöd. Mit 1:0 durch ein wunderschönes Tor von William. Ja, gut, es ist im Endeffekt verdient. Gegen solche Teams können wir normalerweise auch nicht mithalten. Aber es ist trotzdem ärgerlich, weil es halt wieder so ein knappe Niederlage ist. Ah. Und wir hatten die Gelegenheiten teilweise, aber... Es läuft noch nicht so, also bei allen Spielern läuft es noch nicht, das ist, da muss noch was passieren. Gerade bei, okay, Turbo ist bald sowieso weg, aber so Passgeschwindigkeiten und Pässe allgemein, das ist unsere große Schwäche, leider Gottes. Wir haben, denke ich mal, trotzdem eine ganz gute Pokalrunde gespielt. Erst gegen Chelsea im Viertelfinale, Achtelfinale rauszufliegen, ist, denke ich mal, in Ordnung. Training geht auch einigermaßen klar. Wir müssen in der Liga jetzt aufpassen. So, wir spielen zu Hause gegen Stoke City. Die haben zuletzt gegen Watford verloren, davor gegen Everton gewonnen und gegen Leicester unentschieden gespielt. Wir müssen normalerweise halt die Heimspiele gewinnen. Wir spielen unter anderem mit King und Iturbe in der Startelf und wir liegen nach 6 Minuten zurück, weil Arnautović das 1:0 macht. Was ist denn hier los? Aber Iturbe macht den Ausgleichstreffer. Sehr schön, dann hat er auch mal was geleistet hier in seiner Leihsaison. Ist ja, glaube ich, noch von Rom ausgeliehen. Ich bin mir gar nicht sicher, von wem er überhaupt da ist. So, 65 Minuten durch. Ich will das nicht skippen, weil das ist mir zu riskant. Wäre unser Standardergebnis. Mal sehen, ob es dabei bleibt. Nur in der ersten Halbzeit. Was passiert in der zweiten Halbzeit? Gar nichts und dabei bleibt es auch. Ja, ein Punkt. Das ist nicht schlecht. Wir sind zu Gast bei Crystal Palace und langsam müsste Wilson mal wieder ein Treffer gelingen. Bin ich mal gespannt. Wir haben ein bisschen durchgewechselt. Unter anderem spielt Richie jetzt und Gradell für King. Chamakh verletzt sich relativ früh und verschießt einen Elfmeter. Und Wilson macht das 1:0. Das ist perfekt. Genauso wie ich es wollte. Slimani macht aber schnell den Ausgleich. Schade. Nicht so schön eigentlich. Mal sehen, ob es dabei bleiben wird. Das ist natürlich wieder unser Standardergebnis. Aber das Chamakh verletzt einen Elfmeterschied kann ich auch nicht verstehen. King kommt für die Turbe rein. Ja... Und nun, was passiert noch? Jedinek, Ledley macht das 2:1. Wir verlieren gegen Crystal Palace. Fuck. Puh, wir spielen gegen Watford auswärts. Die haben zuletzt verloren gegen Palace und gegen Chelsea, gegen Stoke, genau wie wir gewonnen. Die haben die Aufstellung ein bisschen geändert. Kempf und Distin spielen in der Innenverteidigung, also mal was ganz anderes. Spielen sie wieder mit Fünferkette. Ich kann es jetzt daran nicht erkennen. Niom nach... What the fuck? 23 Minuten mit Gelb-Rot. Wir sind also in Überzahl, was auf jeden Fall schon mal ein Vorteil für uns sein könnte. King kommt für Gradel, Randini für Amrabat und Berami macht das 1:0. Aber wir spielen 1:1, weil King den Ausgleichstreffer macht. Das ist wichtig und das ist in Ordnung für ein Auswärtsspiel. Wieder mal Training. Mal sehen, was wir hierbei jetzt rumbekommen. Eine Upgrade zumindest beim Abschluss für Callum Wilson, was schön ist. Der anscheinend immer noch vielversprechend zu sein scheint. Und ansonsten solide Ergebnisse. Auch wenn wir zweimal D haben, aber das ist ja in Ordnung. Musste gerade unsere Jugendmannschaft aussortieren und das sah da teilweise nicht so schön aus. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt hier irgendwas bei haben. Aber auch das sieht nicht so stark aus. Ich habe gerade wahrscheinlich wieder einen gelöscht, der richtig gut war, weil ich nie aufs Radio
Rating geachtet habe. Ach, den setze ich mal fort, das Scouting. Den möchte ich nicht direkt verpflichten, einfach weil wir jetzt ein bisschen aufs Geld achten müssen. Und der ist zu schwach, schade. Jetzt wird's kritisch. Wilson will Geld und wir können es uns nicht leisten. So, spannendes Spiel gegen Newcastle. Die haben zuletzt dreimal verloren gegen Everton, Liverpool und City. Und jetzt spielen wir im St. James' Park gegen halt eben diese Magpies, die ihn total unverändert, aber an sich starken Kader haben. Wir spielen übrigens erstmal seit langer Zeit wieder mit Francis auf rechts. Für Iorfa und Afobi macht das Tor. Übrigens hat Gradel seit 24 Spielen nicht getroffen, also der hat ein Tor noch nötiger. Mal sehen, ob er es heute macht. Sissoko macht den Ausgleich und das ist wieder unser Standardergebnis und das gefällt mir nicht. Francis verletzt sich, so viel zu diesem Thema. Elfie kommt dafür rein, ich dachte, der hätte mal verliehen, aber anscheinend doch nicht. Und vielleicht bleibt es wieder beim 1:1. Das wäre nicht schön, aber es wäre wieder ein Punkt auswärts und langsam bzw. mühsam ernährt sich ja bekanntlich das Eichhörnchen. Der Kollege fällt auch 8 Wochen aus, aber wir haben eine Nachricht vom Vorstand und wir bekommen 4 Millionen. Gott sei Dank. Das heißt, wir können den Vertrag mit Callum Wilson verlängern. Und wir bekommen sogar direkt die 4 Millionen. Ich hätte mehr verlangen sollen. Aber egal, Hauptsache wir können unseren Wilson halten. Das ist das Wichtigste. Und die Verhandlung läuft. Ja, gut. Guess what? Callum Wilson ist gar nicht mehr vielversprechend. Von daher, ja, nicht so wichtig, den noch weiter zu trainieren. Aber die anderen hier. Und Emre Mor steigt auf 68. Wunderbar. Wir haben Lindelöf und Kempf nur drin. Wir sind am Ende der Episode und sie enden mit dieser doch recht schlechten Nachricht von Callum Wilson. Gehaltswunsch nicht erfüllt. Er möchte momentan nicht über Vertragsverhandlungen reden. Das heißt, er hat zwar noch 3 Jahre und 4 Monate. Aber wir wollen natürlich normalerweise mit ihm gerne verlängern. Müssen schauen, was daraus wird. Die anderen Verträge, ja, da haben wir momentan nicht wirklich was zu tun. McDonald wollen wir nicht verlängern. Distin brauchen wir nicht verlängern. Borut hört sowieso auf. Und, hier Sermon, Smith und Elphick, genauso wie Cook und Daniels, wollen wir eigentlich im Sommer alle verkaufen, beziehungsweise die brauchen wir theoretisch alle nicht. Von daher mal schauen. Wir müssen schauen, was geht in den nächsten Episoden. Wir schauen jetzt mal ganz kurz, wie viel Transferbudget wir überhaupt theoretisch oder wie viel Gehalt wir theoretisch haben. Es reicht auf jeden Fall für die Verlängerung von Callum Wilson und das ist ja schon mal sehr wichtig. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich tierisch drüber freuen. Nächste Episode geht es dann weiter mit Training und gegen die Tottenham Hotspur unter anderem. Jetzt werfe ich fast mein Mikrofon um. Ich hoffe, ihr seid da wieder dabei. Ich bin mittlerweile fast schon wieder da aus Malta. Das heißt, wird demnächst mit der 7. Episode tatsächlich weitergehen. Und von daher wünsche ich euch an dieser Stelle jetzt noch einen wunderschönen Resttag, eine Restwoche, Restwochenende, Restmonat, je nachdem. Und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.